Wir wollen still werden zum Gebet. Lieber Vater im Himmel, eigentlich, wenn wir hier zusammenkommen, dann haben wir nur eines, dir Dank zu sagen. Danke für deine Hilfe, was du immer schenkst. Lieber Gott, danke, dass du immer uns begleitest. Denn ohne dich sind wir machtlos. Danke für deine Weisheit, deine himmlische Weisheit, die du immer uns gibst für alltägliche Leben hier auf dieser Erde. Danke vor allem für deinen Sohn Jesus Christus, der für uns gestorben ist und damit wir ein schönes Leben haben. Lieber Gott, wenn wir krank sind, tust du uns heilen. Danke dafür. Lieber Gott, wenn wir gesündigt haben, vergibst du uns immer unsere Sünde. Einen schönen Dank. Wir bitten dich an, uns weiterhin zu begleiten, zu helfen, um zu heilen und vor allem, dass wir bei dir bleiben. Wir sind heute hier hingekommen, wir wollen dein Wort hören. Bitte segne diese Predigt. Herr Jung, der hat keine Worte. Bitte gib ihm Worte, damit wir daraus lernen können. Und damit zu erkennen, dass du bald wiederkommen wirst. Lieber Gott, diese Welt ist kaputt. Und wir können nur gerettet werden, wenn wir dich haben. Deshalb bitte, schick uns deinen Heiligen Geist, um uns immer zu begleiten, damit wir dich nicht verlassen werden. Segne uns alle, vor allem unsere Gäste. Segne uns und sei uns gnädig. Danke dir, Gott, dass wir zu dir gebetet haben. Wir haben im Namen Jesu Christus gebetet. Amen. Amen. Guten Morgen, liebe Gäste, liebe Gemeinde. Ich habe noch für unsere kleinen Leute, für unsere Kinder, eine Kindergeschichte bzw. ein Kinderpredigt vorbereitet. Und ich bitte, dass die Kinder nach vorne kommen. Könnt ihr ruhig hier vorne Platz nehmen. So, Kinder. Seid ihr alle gespannt? Ja? Ich erzähle euch mal eine Geschichte von zwei Jungs. Die beiden sind miteinander verwandt und sind Cousins im ähnlichen Alter. Die haben ganz genau auf den Tag genau ein halbes Jahr Unterschied. Und die waren so im Alter von 12, 13 Jahren. Kennt jemand von euch jemand, der so alt ist? 12 oder 13 Jahre? Ja? Ja? Aha. Ist schon ein ziemlich spannendes Alter, ne? Und es war dann so gewesen, dass der Jüngere von denen, von diesen zwei Cousins, dass der dann gesagt hat, dass der den ein halbes Jahr älteren, was ja nicht viel ist, auf die Idee gebracht hat, komm, wir fahren dann in die Geschäfte, wir gehen in die Geschäfte und ich zeige dir, wie man Spielzeuge mitnimmt, ohne für sie zu zahlen. Wie nennt man sowas? Genau. Klauen. Ja, genau, klauen. Und da die beiden sich sehr gut verstanden haben und fast täglich gesehen haben, dachte sich dann der Ältere, ja gut, wieso nicht, dann zeig mir das mal. Also hat er das auch in einem Geschäft gemacht. Ja, so haben wir beide irgendwo einen Gefallen dran gefunden.
Ja, man kann ja Spielsachen oder Spielekarten oder sonst was ganz umsonst mitnehmen. Wenn man das ganz raffiniert macht, dann merkt es ja keiner an der Kasse oder keiner im Geschäft. Also ist es denn irgendwas Schönes, was dann umsonst mitzunehmen, oder wie seht ihr das? Wenn man das so macht. Was sagt ihr dazu? Haben die zwei dann was Schlimmes getan oder nicht was Schlimmes getan? Ja. Und wieso? Okay. Ich denke, ja, die haben einfach irgendwas genommen, was ihnen nicht gehört, und haben einfach kein Geld dafür gegeben. Ja? Aber dann ging die Geschichte halt weiter, dass man halt immer wieder in die Geschäfte alle paar Wochen gefahren ist, zusammen. Die beiden haben sich dann sehr gut verstanden und hat dann gesagt, hier, guck mal, da ist was Schönes, sollen wir das dann vielleicht mal mitnehmen? Sagte dann der andere Junge, ja komm, siehst du jemanden? Steht links und rechts einer? Nee, kein Verkäufer, eine bewacht, packen wir mit ein. So. Dann sagt der andere, oh, guck mal, hier habe ich noch was gefunden. Sollen wir das auch mitnehmen? Ja, warte, kannst du vielleicht mal schauen, sagte der eine. Der eine schaut, oh, ist keiner da, komm, pack das schön in die Jacke ein. So ist es dann auch halt passiert, dass sie halt irgendwo mal in ein Geschäft gekommen sind, wo man halt ein bisschen mehr wollte als nur Spielzeuge. Da schaut auch irgendwann mal die Uhren einen an und sagt, komm, willst du mich nicht vielleicht kaufen? Und er war halt, sagte dann der Ältere zum Jüngeren, oh, ich weiß nicht, aber ob du wirklich diese Uhr dann klauen willst, guck mal, wie groß sie ist, das wird doch auffallen. Nee, warte, ich mach das, sagte der Jüngere. Und so hat dann auch der Jüngere dann ihm ein Tipp gegeben, hat gesagt, kannst du vielleicht nicht vor der Umkleidekabine stehen? Ich gehe da rein, also dieses Geschäft hat noch eine Umkleide, die hat noch Reinigung zu verkaufen und Uhren. Er sagte dann der Jüngere, komm, stell dich hier hin, warte dann und sag mir vielleicht Bescheid, falls jemand irgendwie hier aufmerksam drauf werden soll. Ich verstecke mir das, irgendwo verstecke ich diese Uhr. Ja, der Ältere dachte sich, mach das Licht, hat das auch mal gesagt, mach das Licht, ne, komm, muss es denn sein? Ja, komm, okay, machen wir. Und dann ist es auch soweit gekommen. Er sah alles sehr erfolgreich aus. Der Jüngere kam aus der Kabine heraus und sagte dann, ach, siehst du, hat ja keiner wohl was gemerkt, komm, gehen wir zum Ausgang. Da gehen die zwei dann zum Ausgang, stehen schon vor der Tür, 2 Meter, und auf einmal greift hinten jemand zu. So auf die Schulter. So, hier kommt mit. Oh! Da ist mir was passiert, ne? Was ist denn jetzt passiert? Wer könnte das gewesen sein, der die da gewarnt hat und nicht rauslassen wollte? Habt ihr eine Idee? Ja, sag mal. Entweder der Verkäufer oder ein Polizist. Ja, sehr ähnlich. Das war ein Hausdetektiv. Ja, die ist auch fast in dem Geschäft gewesen. Und diese Geschichte, die hatte ich vorgetragen, und zwar war das bei mir vor langer Zeit, als ich noch in diesem Alter gewesen bin. Ich war der Ältere davon gewesen, und ja, deswegen kenne ich diese Geschichte auch ganz, ganz gut. Und was denkt ihr, was habe ich als der Ältere danach daraus gelernt, oder zumindest Hoffmann, was hätte der daraus gelernt, wenn er erwischt wurde? Habt ihr eine Idee, was ich daraus gelernt haben könnte? Nee, keine eine Idee? Also, es war so, dass halt ich auch Gott heute für dankbar bin, dass Gott mich damals erwischen lassen hat. Denn man hat ja mit kleinen Sachen angefangen. Erst die Spielsachen, erst mal Spielekarten. Dann wurden die Sachen größer, dann wurden es zu Uhren. Und Gott hat dafür gesorgt, dass ich damals erwischt wurde, weil ich nicht wüsste, wo ich vielleicht heute gelandet wäre. Wo ich vielleicht wäre, wenn ich älter wäre. Und so sieht man auch, dass jede schlechte Sache irgendwann mal auch kein schönes Ende haben wird. Also das ist wirklich kein schönes Ende gewesen, man wurde erwischt. Alle haben es gesehen, alle im ganzen Geschäft. Und
Die Familie wusste es, die Verwandtschaft wusste es, also jeder wusste, was einer getan hat. Und so ist auch, wie es in der Bibel steht, im Psalm, da steht, wir sollen halt nicht mit dem Gottlosen, mit dieser Welt wandeln. Also so auch an euch, wenn ihr vielleicht Freunde habt, Cousins, Verwandte oder wie auch immer, und vielleicht euch dazu verleitet, vielleicht irgendwie was zu stehlen. Vielleicht sagt, komm, das ist nicht so schwer, da musst du nur halt was mitnehmen. Dann denkt daran, dass Gott euch gesagt hat, ihr sollt es nicht tun. Denn wenn man es nicht tut, so geht man auch den ganzen Gefahren aus dem Weg. Und so ist man auch gottgefällig am Leben. Und so wie ich auch das selbst erlebt habe und dann später erst begriffen habe, wie dankbar ich Gott sein konnte, dass ich erwischt wurde, so habe ich auch bereut, wieso ich das überhaupt getan hätte. Ich hätte mir gedacht, wieso habe ich überhaupt damit angefangen. Und so hoffe ich auch, dass ihr denken werdet, ich will nie damit anfangen. Das ist der beste Freund, der sagt, komm, mach das. Oder der beste Freund, komm, nimm das mit. Versucht es einfach dazu werden und sagen, nein, tut mir leid, so sehr ich dich mag, aber das mache ich nicht mit. Ich gehe lieber. Wenn du es meinst zu tun, dann tu es, aber ich gehe. Ich will damit nichts zu tun haben. Okay? Hab Mut, es zu sagen und es nicht zu tun.